night I cried though. Cried though, but I guess a nigga tried so. Tried so, drink fast, but they lie slow. Lie slow, forgot what I know. Yeah. Hallo. 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 Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder einen Gast dabei. Sag mal. Hi. Hi. Und zwar wird es heute ein Comeback einer Serie geben, das viele von euch schon erwartet haben. Nämlich ist das Impact Rap Kabinett. Die Leute, die das nicht kennen, haltet euch fest auf jeden Fall. Ja. Also da solltet ihr, wenn ihr es nicht kennt, euch die ersten beiden Folgen auf meinem Kanal angucken. Die sind so jetzt, also außer Sommer 2016 haben wir die hochgeladen. Ja. Auf jeden Fall einfach mal vorbeischauen. Und heute haben wir direkt einen Knaller. Zum Comeback haben wir direkt einen Knaller. Und zwar haben wir die Ballade, die romantische Ballade von BBH, How It Is, Bab. Wap, wap. Ja, also das kann nur ein Kracher werden, Digga. Und ja. Ich hab ja gehört, du hast dir die Lyrics schon geöffnet, Digga. Richtig, aber ich muss dazu noch sagen, da werden jetzt bestimmt Leute kommen und denken, hä, was bilden die sich ein, sich über Musik Ahnung zu machen, während sie dabei Leute in einem Videospiel abknallen. Dazu sage ich so viel. Bei dem Lied ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir das machen. Da kann man sich ein bisschen abreagieren. Richtig, da kann man die Aggression direkt wieder abbauen, die dabei aufgebaut werden. So, ich starte hier direkt schon mit 3-0 aber in die Runde. Geht ja nice. Schon ganz gut. Ich starte wie immer mit einem 0-1. Das kennt man von mir, ist gar kein Ding. Wie gesagt, ja. Was wir heute hier haben, wir haben How It Is Wap Bap von Bianca, BBH aka Bianca Heinicke. Ich wusste gar nicht, dass sie so heißt. Wusste ich auch nicht, Digga. Ich dachte, die heißt, keine Ahnung. Bibi's Beauty Palace dachte ich. Oh, Alter, die habe ich aber kurz gefickt hier. Dann nehme ich mir den Annihilator doch direkt mal. Ich dachte schon, dass die Bibi's Beauty Palace heißt, Digga. Ja, habe ich eigentlich auch gedacht. Also ich dachte, in ihrem Ausweis steht das schon drin. Buddy! Hä, wie hab ich daneben geschossen? Ja. Okay, wir fangen jetzt mal an. Also, it's late at night, I go to bed, but I can't get no rest. Ja, das bei mir fliegt gerade ein Tarnheli, Digga, warte kurz. It's late at night, I go to bed, but I can't get no rest. Ja, da sieht man direkt, wie deep dieser Text doch eigentlich ist. Also, ja. Also ich möchte direkt von Anfang an sagen, das Lied geht unter die Haut. Beim ersten Mal hören? Ja, wollte ich gerade sagen, beim ersten Mal hören, da bin ich fast vom PC zusammengebrochen. Ich musste fast weinen, aber weil es halt so tiefgründig war. Ja, genau, weil der Text, der gibt einem wirklich zum Nachdenken. Der regt einen zum Nachdenken an. Ich meine, da geht es ja weiter. My boyfriend quit, I'm almost dead. Da geht es schon um den Tod. Ein Motiv, das wir auch aus dem Barock natürlich sehr oft kennen, aus der Klassik, der Tod, ganz klar. Damals zu Zeiten von Seuchen und so natürlich immer präsent gewesen. Jetzt in Zeiten von nur 10.000 Product Placements auch sehe ich Bibi auf jeden Fall. Hat da das Recht, über Tod zu reden, muss ich ehrlich sagen. Da wird es halt auch gerne mal als Stilmittel verwendet. Verstehe ich auch. Also das würde ich an ihrer Stelle genauso machen. Weil wenn ich halt nur noch so wenig Jash machen will mit meinem Placement, dann... Ja. Und vor allem jetzt, Digga, wo die YouTube-Werbung nicht mehr richtig geschaltet wird, Digga. Die YouTube-Werbung, was soll BBH da machen in solchen Zeiten? Also da über den Tod zu reden, meiner Meinung nach völlig korrekt. Und wenn sie dann noch nicht mal, und wenn sie dann sogar noch nicht mal Rest bekommt, während sie ins Bett geht, Digga. Ja, was soll sie machen, Digga? Sie dreht ja komplett durch. Ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, ich möchte Bibi auch an dieser Stelle danken. Du hast mein Leben verändert mit diesem Lied. Wirklich. Ja. Wirklich. Mein Leben wurde verändert. So, es geht weiter mit I have to do my best. I'm up and down. I feel so fat. I ain't got no more fizz. So, also da fängst du schon direkt an. Ja, ist ein an. Guter League of Legends Champ auf jeden Richtig. Fall. Richtig. Fizz ist ein sehr guter League of Legends Champ. Ein bisschen overpowered in meiner Meinung nach. Eigentlich ist der Champ genauso Cancer wie das Lied. Dominik. Wir müssen hier immer objektiv bleiben. Ja, wir müssen objektiv bleiben. Worauf ich hinaus sollte ist, Bibi hat natürlich eine sehr große Fanbase und es ist sehr gut, dass sie sich da als fett bezeichnet. Ich meine, sie wiegt ja nur um die 25 Kilo, glaube ich, insgesamt. Genau, müsste ungefähr hinkommen, Digga. Also ich glaube, dass sich dann so ein Durchschnittsmädchen sehr gut fühlt, wenn sich jemand wie Bibi als fett bezeichnet. Ja. Ist natürlich auch wieder sehr clever gewählt einfach. Das ist einfach clever. Das ist einfach... So stelle ich mir das vor bei einem guten Lied. Und von daher auch hier wieder 10 von 10 Punkten. Ich glaube sogar in dem Video an diesem Part schmeißt die einfach so eine Vase runter, Digga. Ja, sie ist einfach sauer, dass sie so fett ist. Ich meine, 25 Kilo sind dann auch doch ein bisschen zu viel. Auf 1,80 Meter. Ich kann's verstehen, Digga. So auf 1,80 Meter zu 25 Kilo zu wiegen. So, jetzt die Frage. Sie wissen ja alle, sie hat ja einen Let's Play-Channel, BBLP heißt der. Ja. Und da spielt sie ja oft, League of Legends, sie ist ein Fizz One-Trick-Pony. BBNator-LP meinst du doch. Und ich glaube, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie das Lied aufgenommen hat, einfach gerade keine Ult-Up hatte. Ja, das ich deswegen, glaube auch.
I ain't got no more fists, so passt. Don't even get to keep the cat, but that's just how it is. Sie darf noch nicht mal die Katze behalten. Auch noch die Katze, Digga. Ihr ein und alles. Wie man in vielen Videos sieht, die Katze ist immer am Start, Digga. Ja. Also wenn Julienko mal nicht da ist, dann ist die Katze halt da. Ich frage mich auch, sie führen doch so eine Mädchenbuchbeziehung, ne? Ja. Aber wenn ihr Boyfriend almost quit, aber das heißt ja, dass es da Stress gibt. Ist das also eine Message, die sie nicht direkt ansprechen will, so eine Hidden Message quasi. Sind sie vielleicht schon getrennt, Digga? Ja, vielleicht ist es vielleicht alles nur Schein. Wie bei Dagi und Lion. Mehr Schein als Sein. Richtig. Also, Lukas, wir lüften Geheimnisse. Illuminati. Ein Dreieck. Also Leute, wer das nicht sieht, der ist wirklich von der Lügenpresse beeinflusst worden. Der ist also almost dead, Digga. Der ist almost dead. Also das sieht ja wohl jeder. Ja, oh, ja. Ey, was mache ich gerade mit denen hier, ey? Hör mal. Also, hallo. Das ist wirklich eine eindeutige Nachricht. 9-11 was an inside job und Bibi und Julienko sind nicht mehr zusammen. Das sind einfach die Fakten. So, jetzt kommen wir zum Refrain, der meiner Meinung nach sehr gut wieder einmal. Also da, ich will nicht wissen, wie lange sie an diesem Text saß. Ich schätze mal 3-4 Monate vom Refrain. Denke ich auch. Refrain. Also, das ist schon Meisterklasse. Das ist schon echt. Auf einem ganz hohen Level. Das ist mit Eminem auf einem Level, wirklich. Ja, das ist, boah, anders. Also, I sing. Wap, bap, bada, di, da, da. Wap, bap, baba, di, da, da. Baba, erstmal bis dahin. Erstmal bis dahin. So. Ja. Was nehmen wir aus diesem Teil raus? Ich glaube, das ist einfach diese Verträumtheit, die sie widerspiegelt, weil sie ja fast almost dead ist. Sie dreht quasi schon am Rad, wie man das so im guten Deutschen sagt. Also sie dreht einfach vollkommen durch und versucht damit ein bisschen ihre Verrücktheit auszudrücken und zu kompensieren, würde ich mal so behaupten. Ich finde den Text sehr gut gewählt. Man merkt, dass sie nicht einfach nur irgendwelche Wörter da vor sich hingeschrieben hat. Man merkt wirklich, dass das Hand und Fuß hat. Merken. Ja, da steckt eine Message hinter einfach. Das ist schon auch so eine Hidden Message, dass sie vielleicht auch einfach irgendwie ihre eigene Sprache spricht, Digga. Ja, sie ist einfach nicht von dieser Welt, während wir hier mit 33 und 32 Kills, das ist wirklich eine gute Runde, war anschaulich. Das ist witzig, Digga. Du hast einen Kill mehr und einen Tod mehr und ich habe einen Kill weniger und einen Tod weniger. Auch da wieder eine Message. Wir wollen euch was sagen. Da aber dieser Refrain gerade den Rahmen ein bisschen sprengt, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder und werden dann weiter über dieses Lied philosophieren. Alter, das ist das behindertste Video, was wir je gemacht haben, wirklich. Ja, ja. So, es geht weiter, Leute. Wir sind jetzt auf Nuketown, aber das hält uns natürlich nicht davon ab. Nach dieser Part kam, kommt Everybody Sing und dann noch erneut Wap Wap Bada Dida Da. Wap Wap Bada Dida Da. Wap Wap Bada Da 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 Da. So. Was soll man da noch sagen, Digga? Da sieht man wirklich, geht es nicht nur um sich selber. Sie will auch, dass jeder soll es singen. Ganz Deutschland soll singen. Wap Wap Bada Dida Da. Also ich würde sagen, ESC 2018, BBH. Würde auf jeden Fall vom Niveau passen. Also vielleicht mal mehr Ziel, als 6 Punkte, Digga. Naja, das Ziel, was Deutschland gesetzt hat in den letzten Jahren, war ja zwischen 0 und 6 Punkten immer zu liegen. Und ich glaube, dass wir da mit Bibi so bei minus 3, minus 4 abschneiden würden. Es geht aber weiter. Let's mit go. I get up late, I stub my toe, I've got a few missed calls. So, da geht es jetzt wieder los. Business is booming, kann man da natürlich auch wieder vermitteln. Es läuft einfach bei ihr. Die wacht auf, da sind einfach mal gut und gerne 150 vermisste Anrufe. Vermisste, Digga. Die sind einfach vermisst, die sind wieder aufgetaucht. Verdammt, Digga. Ich glaube, sie meint damit auch Vermisste, Digga. Das ist wieder so eine Hidden Message. Ja, das kann gut sein. Richtig. I lost my job, I didn't know, and that's not good at all. Sie hat also ihren Job verloren und weiß nicht mal davon. Aber sie singt doch davon, Digga. Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Das ist halt auch wieder, ich glaube, das ist eine Auflehnung gegen die Gesellschaft einfach. Glaube ich auch, Digga. Sie will uns sagen, dass man nicht glücklich, dass man auch ohne Job glücklich sein kann. Ihr müsst halt einfach nur verdammt reich schon vorher sein, nicht singen können und aussehen wie eine Barbie-Figur. Dann braucht man eigentlich gar keinen Job. Richtig. Weil ich meine, nehmt euch ein Beispiel an Bibi Blocksberg oder wie sie heißt. Bibi H. Oh! Alter, was geht hier ab? Oh mein Gott. Oh, Alter, okay, kurz. And this is how it is. Okay Leute, ich will weitermachen, aber das Gameplay war hier gerade ein bisschen intens. Alter. Wie gesagt, eine Auflehnung gegen die Gesellschaft gibt's ja schon, wie auch, habe ich eben schon angesprochen. Das Lied erinnert mich sehr an ein Gedicht aus dem Barock, muss ich sagen. Es gibt sehr viele Motive, die da sehr gleich sind und
Ja, wie gesagt, sehr gut gemacht von BBH einfach. I get my back, I go outside, just minding my own biz. Das ist natürlich eine Abkürzung. My business, der meint natürlich damit Business is booming von Cassfreak. Auch ein ja, zwar aus einer anderen Zeit, aber immer noch eine Ikone. Eine Ikone, Cassfreak. Genau, richtig. Also, kommt zwar eher aus der Klassik, aber hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigkeit. Alter, der Pisser hat Kinetic, Alter. Einfach so auf einmal. Ein kleiner Hurensohn. I go to pay, but my card's been denied. Well, that's just how it is. Ja, sie wollte sich gerade mal wieder eine neue Michael Kors Tasche für 54.000 Euro kaufen. Aber dann merkt sie, dass ihre Kreditkarte leider gesperrt wurde. Meinung dazu, ganz ehrlich, was soll man machen? Das ist auch hier wieder zurückzuführen auf die YouTube-Werbung, auf die momentane Situation, ja, auf der freien Medienplattform YouTube. YouTube. Da läuft halt einfach momentan nicht, Digga. Ja, da muss halt der Track kommen, ja, da muss halt irgendwo anders Geld fließen. Ja, ich sehe das halt auch gar nicht. Ich verstehe, was sie uns damit sagen will. Ich verstehe die Message des Texts, weißt du? Es geht darum, dass der Staat uns manipuliert, ganz klar. Also, genau, dass eine Kreditkarte hidden ist. Also, ich finde es aber auch ganz toll, wie Bibi damit umgeht, weißt du? Sie hat anscheinend wirklich schlimme Probleme in ihrem Leben. Ich meine, sie verdient, glaube ich, echt nicht viel, hat eine unglückliche Beziehung, sieht aus wie eine Barbiepuppe, wie gesagt. Ihr Leben ist wirklich schlecht. Ja. Und dann geht sie damit um und stellt sich trotzdem dahin und sagt einfach, well, that's just how it is. Das ist ganz große Klasse. Das verlangt großes Herz. Und ich finde, so kann man die Folge auch abschließen mit den Worten. Würde ich auch sagen. Also es geht einfach nicht besser, ganz ehrlich. Anscheinend sollte man ihr helfen, vielleicht mal sie einfach zu den anonymen Alkoholikern schicken oder so. Vielleicht wird ihr da geholfen. Hm. Ich bin Baby. Hallo, Baby. Ungefähr so läuft das Ganze dann ab. Das wäre, denke ich mal, auf jeden Fall eine der besseren Varianten. Leute, wer das Video bis hierhin geguckt hat, hat auf jeden Fall meinen vollsten Respekt verdient. Der kann gerne mal in die Kommentare schreiben. Hashtag BibiAlkohol. BibiAlkohol. Ne, BibiFotz. BibiAlkohol. BibiAlkohol. Hashtag BibiAlkohol in die Kommentare, Leute. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, wenn ja, vielen Dank, schaut auf jeden Fall bei Dobbe vorbei. Das war eins der behindertsten Videos, das wir hier aufgenommen haben und das muss was heißen bei uns. Schaut bei meinem Livestream vorbei, ihr kleinen Knechte, der sollte jetzt live sein. Wäre schön, wenn wir da mal wenigstens, wenn Dominik gleichzeitig streamt, so 5 Viewer haben. Wäre ganz geil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Und Dominik kriegt das Schlusswort. Ja, ich würde sagen, that's just how it is und haut rein. Ja, würde ich auch sagen. Haut da rein.